Einleitung. Mit einer materialistisch geprägten Einstellung kann man sich trotz aller Bemühungen unmöglich dem transzendentalen Autokraten nähern, der ewiglich die gefallenen, bedingten Seelen dazu einlädt, sich durch Hingabe, das heißt in einer ewig dienenden Haltung seiner Gegenwart zu erfreuen. Die Attraktionen der Erscheinungswelt verführen fühlende Wesen oftmals dazu, die Mannigfaltigkeit in ihr genießen zu wollen, die im Gegensatz zum undifferenzierten Monismus steht. Die Neigung der Menschen, vorübergehenden mentalen Spekulationen nachzuhängen, ist stark ausgeprägt. Auch wenn es darum geht, sich über einen Sachverhalt zu unterrichten, der jenseits des empirischen Bereichs oder ihrer Erfahrungen liegt. Der esoterische Aspekt veranlasst sie oftmals dazu, das Immanente in ihrer äußerlichen Inspizierung vergänglicher und wandelbarer Dinge zu suchen. Dieser Impuls bewegt sie schließlich dazu, das Immanente als eine unbestimmte, unpersönliche Wesenheit zu definieren, von der sich kein Schimmer entdecken lässt. Selbst wenn man mit Hilfe seiner Sinnesorgane Himmel und Erde in Bewegung setzen würde. Die Zeilen dieses Buches werden solch verwirrten Seelen auf ihrem Weg zur Persönlichkeit des Immanenten, die jenseits ihres sinnlichen Wahrnehmungsvermögens liegt, sicherlich helfen. Bereits die erste Strophe dieses Werks wird ihre voreingenommene Konzeptionen revolutionieren, sobald ihnen nämlich die Bezeichnung des Absoluten als Krishna präsentiert wird. Ihr spekulatives Gemüt würde natürlich eher dazu neigen, einen anderen eigenschaftsbedingten Namen zur Bezeichnung des unbekannten Objekts vorzuschlagen. Sie werden es vorziehen, ihn aufgrund ihrer Erfahrung als Schöpfer des Universums oder das Wesen jenseits aller Phänomene zu betiteln, das weit entfernt ist von jedem Bezug auf irgendein Objekt der Natur und keinerlei Wandlung unterliegt. Sie werden darauf drängen, dass die ursprüngliche Quelle keine konkrete Bezeichnung erhalten solle, es sei denn eine, die auf ein unsichtbares, unhörbares, unberührbares, geruchloses und unerkennbares Etwas weist. Trotzdem werden sie sich nicht davon abhalten lassen, mit Hilfe ihres dürftigen Erfahrungsschatzes über dieses Etwas Betrachtungen anzustellen. Der ernsthafte Sucher wird in der Regel das Studium der Werke anerkannter Gelehrter bevorzugen, anstatt sich mit inkompatiblen, unbeholfenen, dargestellten Fantasievorstellungen zu beschäftigen. Wenn ein urteilender Mensch die verschiedenen Namen vergleicht, die von den unterschiedlichen Denkrichtungen der Menschheit präsentiert werden, wird er sich für eine Namensgebung entscheiden, die seinem begrenzten, spezifischen Wünschen am weitesten entgegenkommt. Die sklavische Denkweise eines solchen Individuums wird in Behauptungen resultieren, die dann vom anderen Teil der Menschheit zweifelsohne als Kränkung empfunden werden. Und man wird ihn auffordern, seine Entscheidung zu begründen. Um aus dieser verfahrenen Situation einen Ausweg zu finden, würden die Hymnen des anerkannten Schöpfers aller Phänomene eine große Hilfe in der Frage der Nomenklatur darstellen. Sie bieten einen Namen an, der ausreichende Kraft besitzt, um alle Einbildungen zu vertreiben, welche die Menschen sich durch ihre klägliche Ausbeute aus ihrer Erfahrung mit den Phänomenen dieser Welt zurechtlegen. Die erste Hymne wird die Oberhoheit der absoluten Wahrheit etablieren. Solange ihre Basis nicht von den Gewehrkugeln, keine Zeit, Unwissenheit und Unbehagen zerschossen wird, oder wenn diese absolute Wahrheit nur als Ursache betrachtet wird, statt als primärer Ursprung anerkannt zu werden. Man wird erfreut sein,
das Ziel seiner entschlossenen Suche als den höchsten Herrn par excellence, Sri Krishna, zu erkennen, der sich in seinem ewig gegenwärtigen, allglückseligen, alldurchdringenden, vollkommenen Wissen als die ursprüngliche Quelle aller primären Ursachen der endlosen, anfangslosen Zeit verkörpert hat und alle Lebewesen sowohl im weltlichen als auch im transzendentalen Bereich mit allem Notwendigen versorgt. Die folgenden Zeilen werden die verschiedenen Aspekte des Absoluten bestimmen, die nichts anderes als Emanationen des höchsten Ursprungs Krishna sind, des wahrhaft liebenswerten Wesens unter allen Wesen. Überdies weist die Bedeutung des Namens auf die Ebene der ununterbrochenen, endlosen, transzendentalen Freude hin. Und der Name selbst ist der Ursprung der beiden Komponenten, die als wirkende Ursache und materielle Ursache bezeichnet werden. Schon der transzendentale Name Krishna an sich ist als die Verkörperung aller transzendentalen ewigen Rasas bekannt. Fußnote 1: Rasa, hier individuelle Erfahrung von Gott. Er ist auch der Ursprung aller überschatteten Konzeptionen ununterbrochener Rasas, die sich in der Geisteshaltung beseelter Lebewesen finden und die von Schriftstellern und Rhetorikern erfolgreich dargestellt werden, um unseren weltlichen Mutmaßungen Nahrung zu geben. Die Verse der Brahma-Samhita werfen ein umfassendes Licht auf den Ursprung phänomenaler und nominaler Konzepte. Die Hymnen der inkarnierten Urkraft widerlegen in vollendeter Form die monotheistischen Spekulationen verschiedener Schulen, die sich damit beschäftigen, eine äußere Hülle esoterischer Vorstellungen zu präsentieren, ohne jeden Bezug zum wahren, ewigen Aspekt der transzendentalen, unwandelbaren und unvergänglichen Manifestation des Immanenten. Die Hymnen befassen sich auch mit verschiedenen Teilaspekten der Persönlichkeit des Absoluten, die sich beträchtlich von der Auffassung der Genießer unserer Welt der Phänomene unterscheidet. Eine nähere Untersuchung dieses Buches und eine Vergleichsstudie mit allen herrschenden Denksystemen und Auffassungen wird allen Erleichterung und Erleuchtung schenken. Dem Materialisten, den überzeugten Atheisten, dem Agnostiker, dem Skeptiker, dem Naturalisten, dem Pantheisten und auch den Panentheisten, die sich trotz ihrer spekulativen Kraftakte in der Regel alle nur mit Wissen befassen, das auf drei Dimensionen beschränkt ist. Das vorliegende Buch ist nur das fünfte Kapitel der Hymne Brahmas, die eigentlich in 100 Kapiteln niedergeschrieben wurden. Der höchste Herr Sri Chaitanya entdeckte dieses Kapitel im Adi Keshava Tempel in Tiruvatar, einem Dorf im indischen Distrikt Travancore, und nahm es mit sich. Zur Bestärkung aller gottliebenden und insbesondere Krishna-liebenden Menschen dieser bedingten Welt. Dieses Buch ist in vieler Hinsicht mit einem anderen literarischen Werk, dem Srimad Bhagavatam, vergleichbar. Obwohl das Bhagavatam eher dem Pantheon der Puranas zugeordnet wird, verkündet es den gleichen Grundgedanken wie dieses Pancharatra. Fußnote 2: Als Teil der vedischen Literatur enthalten die Puranas hauptsächlich lehrreiche Geschichten und historische Erzählungen, während man im Pancharatra-Teil der Veden in erster Linie Anleitungen zur Verehrung Gottes und Gebete vorfindet. Die Grenzen sind jedoch fließend. So enthält auch das wichtigste der Puranas, das hier erwähnte Srimad Bhagavatam, im Rahmen seiner geschichtlichen Erzählungen zahlreiche Gebete
und direkte Anleitungen zur Gottesverehrung. Und die Gebete der Brahma-Samhita wiederum enthalten Aussagen zur Geschichte der kosmischen Schöpfung, die mit denen des Srimad-Bhagavatam übereinstimmen. Diejenigen, die sich Gott hingegeben haben, sollten daran denken, dass diese beiden Bücher sich auf den gleichen Krishna beziehen, der die Quelle aller transzendentalen und weltlichen Wesenheiten ist und sich in vollständiger Vielfalt offenbart. Unebenheiten von der Natur geringschätziger Aussagen sind auf die begrenzte Welt beschränkt, wohingegen in der Transzendenz solche Eckigkeiten nicht vorkommen können, da die Transzendenz einen Winkel von 180 Grad bildet und damit von allen Winkelunstimmigkeiten frei ist. Der Herausgeber ist von Dankbarkeit erfüllt, wenn er die bereits vorhandenen Veröffentlichungen betrachtet. Thakur Bhaktivinod schrieb in bengalischer Sprache eine ausführliche Erläuterung zur Konzeption des sublimsten Ursprungs aller Lebewesen. Und einer seiner hingegebenen Anhänger hat sein Werk ins Englische übertragen, damit es einer breiteren Leserschaft zugänglich wird. Die Erläuterungen und Übersetzungen gehen letztlich zurück auf die Abhandlungen Srila Jiva Goswamis, der ein Zeitgenosse und Anhänger des höchsten Herrn Sri Krishna Chaitanya war. Auch den emotionalen Bedürfnissen wird genügend Rechnung getragen, was vor allem diejenigen beim aufmerksamen Studium dieses Werkes feststellen werden, deren Interesse an rein theistischen Errungenschaften haben. Von Vertretern materialistischer Betrachtungsweisen wird oft das Argument vorgebracht, der engstirnige Standpunkt des Theismus mit seiner Darstellung transzendentaler Einheit in Vielfalt stehe im offenen Widerspruch zu den ethischen Erwägungen unserer begrenzten Welt. Aber wir distanzieren uns von solchen irrtümlichen Betrachtungen, wenn wir einen vielversprechenden Einblick in die manifestierte Transzendenz erhalten, die alle geschichtsbezogenen und allegorischen Bemühungen überflüssig macht. Unsere Begierden nach Genuss sollten insgesamt eine andere Richtung nehmen, sobald wir über das transzendentale Lebewesen nachdenken, dem wir leider alle Unzulänglichkeiten und Begrenzungen der materiellen Natur aufgezwungen haben. Wir bitten daher unsere interessierten Leser der Wichtigkeit der in Krishna offenkundigen Transzendenz mit Freude besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Wir hielten es für notwendig, dieses kleine Buch zum Nutzen der englisch sprechenden Menschen zu veröffentlichen, die sich für den Gipfel transzendentaler Wahrheiten in ihren sich manifestierenden Phasen interessieren. Das Thema, das in den Versen dieses Textes zum Ausdruck kommt, unterscheidet sich erheblich von den gewöhnlichen Anhäufungen poetischer weltlicher Literatur, die sich auf die begrenzten Bedürfnisse der Sinne beschränken. Dieses Buch wurde vor etwa 4 Jahrhunderten im Süden Indiens entdeckt und wird nun nach langer Zeit in demselben Land wieder ans Licht gebracht, so wie die Göttin des Ganges durch eine Opfergabe ihres eigenen Wassers verehrt wird. Siddhanta Saraswati, Sri Gaudiya Math, Kalkutta, 1. August 1932.